Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Factory Town. Folge 22, glaube ich, oder? 21? 21, glaube ich. Oder 22, glaube ich? Ich glaube nichts mehr. Gut, Schienen, haben wir. Das hätte ich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich mit Schienen verkaufe, aber egal. Wir testen mal, ob das geht. Wir bauen einen Gemischtwarenladen. Und zwar hier hin. Was ist das? Nochmal abreißen. Also ja, kann ich abreißen. Wir bauen ihn einfach mal eins weiter nach hinten. Es ändert nichts, aber egal. So, kommen wir mal die normalen Steinwege. Was ist das hier eigentlich für ein Teil? Ach, der fährt Steine hin und her, okay. Warum lädt er keine Steine mehr ab? Ach, weil er normale Steine hinbringt, okay. Man. Ne, kann man nicht automatisieren. Ist der Weg im Weg. Haha. Gut, dann. Gehen wir mal auf Schienen. Ich habe eine Vermutung, wie es funktioniert. Und jetzt mal gucken, ob es auch wirklich so geht. So. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Ach, stimmt, ich kann auch gleich um die Ecke bauen. Ich vergesse das immer. So, und dann tippe ich, muss man einen Wagen draufsetzen. Ist das richtig? Ist nicht richtig. Wie baue ich denn Loren? Indem ich einfach eine Lore baue. Erntehelfer. Oh Gott, was ist ein Erntehelfer? Eine langsame, aber leistungsfähige Maschine mit hoher Tragfähigkeit kann sich durch Materialien bohren, was sonst kein Arbeiter schafft. Okay, dafür brauchen wir Eisenräder. Können wir die hier auch herstellen? Eisenräder, tatsächlich. Okay, dann stellen wir beides her. So, du produzierst nur Eisenräder. Also, beziehungsweise du produzierst es nicht, sondern stellst es hier rein. Dann können wir hier schon mal sagen, bitte nur Schienen. Eisenräder. Eisenräder. Wobei es Quark ist. Hier produzieren, oder hier lassen wir nur Schienen rein. So, jetzt könnte es sein, dass keine Schienen produziert werden, richtig? Ja, doch, die Eisenplattenproduktion geht eigentlich. Entfernen hier. Der Arbeiter kommt auch mal schnell weg. Setzen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Warum stehst du im Ding? Yes, Mann. Das dorthin. Das dorthin. So. Jetzt stellen wir auch wieder Eisenplatten her. Gut. Weiter geht's. Die Lore. Zack. Ja. Schienen. Zack, weiter geht's. Bis hier runter. Dann gehen wir da hinten lang. Dann machen wir hier so einen kleinen Knick rein. Und dann... Oh, ich hoffe, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. Hier müssen wir übrigens rein. So. Von da aus dann so. Von hier aus dann so. Oder so. Ja, kriegen wir schnell hin. Auf jeden Fall müssen wir Schienen produzieren ohne Ende. So, Zahnräder. Jetzt fehlt es mir tatsächlich an Eisenplatten. Oder Eisenräder sind es ja keine Schienenräder. So, Eisenräder haben wir jetzt erstmal 6er am Start. Es mangelt halt extrem an Eisenplatten. Ich stelle mal 2 Arbeiter ein. Und hier bitte auch nochmal einen dritten. Der mir einfach noch mehr
Eisen produziert. Ja, am schnellsten würde es halt mit dem Bergwerk gehen. Aber Bergwerke kosten uns ja wieder rote Münzen. Und die wollen wir jetzt ja erst quasi produzieren. Beziehungsweise verkaufen. Indem wir nämlich hier die Schienen verkaufen. Da kriegen wir 26 rote Münzen dafür. Boah, ich hoffe, dass die Loren ein bisschen mehr Platz haben als 4. 20. Jo. Läuft. Stehen immer noch Zahnräder her, ja. Oder Eisenräder. Jetzt mag ich es mir ein Brett an. Der Förster, was braucht denn der für Münzen? Gelbe Münzen, komm. Ihr beiden seid entlassen. Greifer und ab damit. Abdamel Folgemilch. So. Zack. Der hat einen Output von 2 Sekunden, der theoretisch von 3 Sekunden. Okay, ich müsste einen einstellen. Obwohl, ich müsste keinen einstellen. Eigentlich müsste der schneller produzieren als der hier. Also theoretisch müsste es durchgängig laufen, aber egal. Hauptsache, die Bretter kommen jetzt in regelmäßigen Abständen an. So, Eisenplatten werden immer noch nicht so schnell hergestellt, wie ich es gerne hätte. Wie gesagt, wenn man genug rote Münzen hat, dann könnte man hier auch ein Bergwerk hinsetzen. Wahrscheinlich sogar würde es hier Sinn machen, hier das Bergwerk hingesetzt, dadurch die beiden Bäume weg und dann mit angeknüpselt. Man könnte auch von beiden Seiten das machen. Indem man das hier wegreißt, hier noch ein Silo hinbaut und da hinten noch eine Eisenerzstätte anknapst. Naja, egal. Was soll's. So, Schienen. Gucken wir nochmal. Will ich heute noch unbedingt fertig bauen. 22 Schienen, das ist schon mal gut. So. Dann später machen. Aber so hätten wir dann schon mal die Lore. Und wir sind kurz vorm Gemischtwarenladen. Was ist denn das hier eigentlich? Verbundene Hausstufen. 25. Ach, maximal 40 Hausstufen. Maximal 100 Hausstufen. Auch maximal 100 Hausstufen. Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Was der Sinn davon ist. Aber okay. Also die roten Münzen, die stagnieren halt so bei 1250, habe ich das Gefühl. Also das, was ich jetzt einnehme, werde ich auch an irgendwelchen Stellen wieder ausgeben. So scheint es mir. Feuertempel und sowas. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles produziere später. Also mit den Scherben, das ist mir schon klar. Aber wie ich die verarbeite, keinen blassen Schimmer. Apropos. Oh. Ah ja, wir können die Basis verbessern. Neue Forschung verfügbar. Mana-Reinigung. Jetzt sind wir auch am Maximum, ne? Mana-Reinigung. Magieschmiede, Obelisk ohne Boden und Mana-Übertragung. Blaue Münzen nehmen wir. Blaue Münzen haben wir mehr als genug. Ich glaube, wir verbrauchen auch aktuell gerade keine blauen Münzen für irgendwas. Steine, das läuft. 12 Schienen, 23 Eisenräder läuft auch. So. Was ist da im Weg? Der Baum ist im Weg. So. Zack. Und die letzte Stufe ist dann hier runter zu gehen. Und jetzt dann nur noch nach hier vorne. Okay.
So, 7 Dinger bräuchten wir und dann sind wir fertig. Und dann gucke ich, ob das mit der Lore so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Die ganzen Produktionsbänder hier. Ja, man könnte jetzt natürlich auch mit der Lore arbeiten, ne? Obwohl man hier dann ein Bergwerk bauen müsste. Wobei, ich sag mal, diese Produktionsbänder sind halt schon sehr, sehr geil. Also das passt schon. Gut. Wie sieht's aus? Schienen 7, jetzt haben wir sie, wunderbar. Hallo? Okay, so. Jetzt würde ich gerne, dass du boah, wie funktioniert denn das jetzt? Also du sollst bitte vom Lagerhaus forward, backward. So, du nimmst mir bitte Schienen. Von da nach da. Lore forward, backward. Entfernen. Muss ich da mit dem Greifer arbeiten? Boah, wie funktioniert das mit der Lore? Wird das erklärt? Erlaubt den Transport vieler Güter über weite Strecken. Ja, ist mir klar. Muss ich dafür irgendein spezielles Gebäude haben? Kiste, Silo, Verpacker, was ist das? Ah, bündelt und entpackt. Artikel für den Transport von größeren Mengen. Gott. Wir müssen hier mal ganz kurz wieder die Produktion anschmeißen. Verstärkten Brettern. Okay, Verpacker. Also kann sein, dass wir das Lagerhaus hier gleich nochmal abreißen müssen. Was sehr traurig wäre, aber egal. Okay, Verpacker, Verpacker, Verpacker. Wie sieht das aus? Okay, ist auch so ein Gebäude. Wir können das auch hier hinsetzen. Die Lore. Gehen wir bitte forward. Forward. Backward, stop. Entfernen wir. So, Pfade, Schiene. Mal kurz wegmachen. Und dann setzen wir es einfach mal hier hin. So, da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit Bändern arbeiten. Aber das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir den Verpacker bauen können. 30 verstärkte Bretter. Okay, wir haben 27. 28. Da, 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 da. 30. So, Verpacker. Verpackbarer Gegenstand. Wir packen da jetzt einfach mal rein. Da muss ich mal kurz anhalten. Nur die Schienen. In Kiste packen. So, dann brauchen wir die Lore wieder. Wo ist sie denn da? Okay, mal forward. Gott. Ach, jetzt habe ich keine Schienen mehr. Auch eine Schiene, verdammt. Oder sogar zwei Schienen. Ich hoffe, dass ich genau den Punkt erwische, wann eine Schiene im Lagerhaus ist. Ja, Mist. Nochmal aus kurz.
Arbeiter Lora. Forward. Inventar. Halt. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Ach, jetzt habe ich da eine Stelle. Alles klar. Gut. Verstanden. Jetzt kann ich auch die Lore raufpacken. Also es müssen diese blauen hier Bahnstationen. Deswegen habe ich auch so einen blauen Nupsel hier hinten, glaube ich, ne? Genau, wunderbar. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Also, jetzt packen wir nochmal die Lore drauf. So. Forward. Warum kann ich dem denn nicht sagen, dass er automatisch was machen soll? In Kiste verpacken. Aktivieren wir wieder. So. Back. Vor. Stopp. Oh Gott. Bahnstation. Okay. Gut. Wir. Bahnstation. Ausgabe. Ach, ich habe vielleicht eins zu weit gebaut. So, Bahnstation. Eingang. Mal gucken, ob es jetzt geht. Bisschen friemelig, aber ich glaube, ich krieg's jetzt hin. So, geh mal forward. Alter, lass mich doch verarschen, Alter. Aber wann steht das Ding jetzt? Das Ding nicht im Kreis fahren? Nicht die Richtung wechseln? Ist es das? So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal hier das Teil anhalten. Ist es das, dass ich hier das Ding quasi nicht im Kreis fahren lassen darf? Also, nicht im Kreis fahren lassen darf. Dass das Ding nur im Kreis fahren kann? So rum. Oh, ne, ernsthaft? Ich muss sie doppelt bauen? Boah, das wäre richtig bitter. Kann er nicht einfach hin und her switchen? Ich habe wirklich die Befürchtung, ich muss das alles doppelt bauen. Ja, ich glaube schon, dass das die Lösung des Rätsels ist. Okay, wir testen es aus. Wir produzieren jetzt mal so viele, dass wir hier zwei bauen können. Kann ich schon mal alles wegreißen, was... da. So, dann. Oh, ist das jetzt richtig gebaut? Wie nicht wahr? So ist es richtig gebaut. Bahnstation, okay. Oh, da müssen wir jetzt wirklich alles doppelt bauen.
Gucken wir uns mal ganz kurz die Logikdinger an. Einbahnstraßensortierer. Nee, rechten Bausteine. Inventarsensor, Nachrichtfunktion, Auslöser, Lampe. Block der Leuchtzeit, wenn angeschalten. Setzt den Wert eines anderen Logikblocks um, ohne Ausgaben zu auszulösen. Ein Block, welcher die Ausgabe eines anderen Blocks auslöst, ohne ihn zu ändern. Block, der zählt, wenn ein Befehl eingegangen ist. Block, der nur Nachrichten im geöffneten Zustand weiterleitet. Nutze den Einstellungsblock, um den Zustand zu ändern. Boah, was ist denn das alles hier? Umschalten. Kann auf an- oder ausgesetzt werden. Okay. Rohre. Verbindet Dampfgeneratoren mit anderen Gebäuden oder Bauteilen. Ach du Scheiße, Alter. Was es hier nicht noch alles gibt. Was ist denn eigentlich mit unserer Forschung? Die Mana-Reinigung geht voran. Langsam aber sicher. An was mangelt's? An Paper. Gut, wir haben auch keine Arbeiter gerade mehr. Sondern auch ein Wohnhaus bauen. War da überhaupt noch Platz für ein Wohnhaus? Hier, da hinten. Das kann da alles mal weg. Der Schmutz. So. Komm. Wir haben genug. Gut, rote Münzen aber gleich nicht mehr. Aber rote Münzen werden wir irgendwann, wenn wir hier das mal hinbekommen haben, in voller Blüte. Oh Gott, Alter, wir haben 10 Schienen gerade mal. Und wir stellen jetzt gerade nur noch Schienen her. Jetzt mangelt es an Steinen. Okay. Da müssen wir mehr Steine produzieren, wa? Das ist die ganz einfache Lösung für das Problem. Was machst du denn jetzt? Oh, Amigo. Ja gut, der Stein muss hier irgendwann mal weg. So, jetzt stockt's hier schon. Aber jetzt müsste die Produktion deutlich schneller gehen mit den Steinen. Steine brauchen wir. Wir könnten natürlich auch ein Bergwerk bauen. Aber das Bergwerk verbraucht rote Münzen. Ach nee, da kommt es aufs Rezept drauf an. Steine verbrauchen gelbe Münzen. Okay, pass auf. Dann werden wir das hier ganz kurz alles entfernen. Und hier ein Bergwerk hinsetzen. Ich hoffe, ich kann eins bauen. Natürlich nicht. Ich brauche Schienen. So, können wir das auch da lassen, das passt. Brauche noch Greifer, der mir aktiv Steine nimmt. Oder draufpackt. Da müssen wir kurz nochmal Land. Nee, Werkzeug. Geländeblock nach unten. So, dann können wir das mich auch hier hinsetzen. Bergwerk. Und wo ist es da? Gut, dann machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Das Problem mit dem Bahnverkehr werden wir dann hoffentlich gelöst haben. Und ja, dann geht's hoffentlich alles ein bisschen schneller. Und wir kriegen auch wieder rote Münzen. So, bis übermorgen. Haut rein. Tschüss.